Und herzlich willkommen zu einer Folge und heute spielen wir wieder Adopt-Me. Ja Leute, ein neues Update steht kurz vor der Tür und ich wollte mit euch darüber zusammen quatschen, mich mit euch darüber austauschen und es euch zeigen, Leute, weil wir haben einen handfesten Beweis. Bald kommt das Ocean Egg, bald kommt ein neues weiteres Update, Leute. Und ja, ich bin ziemlich gespannt, was wir sein erfahren ist in diesem Video. Aber davor, hi! Danke, dass du eingeschaltet hast. Falls du noch nicht geliked hast, dann drück doch gerne auf den Daumen oben. Und natürlich noch auf den Abonnieren-Knopf, um keine weiteren coolen Roblox, Adopt Me und Roblox-Videos mehr von mir zu verpassen. Ja, Leute, daneben ist auch die Glocke gerne drücken. Dann kriegst du eine Benachrichtigung, falls ich ein neues Video hochlade. Das ist jeden Tag um 14 Uhr. Das heißt, schalte morgen genauso wieder ein. Benutze doch gerne beim Kauf von Robux oder Roblox Premium mein Star Go Jojo, um mich kostenlos zu unterstützen. Ja, Leute, Adopt Me ist ja momentan wieder voll aktiv, Leute, voll aktiv im Workflow. Und ich kann euch auch erklären, warum dieses Ganze so ist, Leute. Ich kann euch erklären, warum momentan so viele Adopt-Me-Updates kommen und warum in der Zukunft auch noch viele Adopt-Me-Updates kommen werden. Es kommen nämlich momentan irgendwie wöchentlich neue Adopt-Me-Updates und diese Woche oder vielleicht nächste Woche, Leute, eins von beiden ist es wieder soweit. Wir bekommen ein weiteres Update. Wir haben schon etwas gezeigt bekommen, was ich euch gleich zeigen werde, Leute. Und zwar geht es um ein neues Haus. Und ja, Leute, das Ocean Egg ist auch nicht mehr weit. Ja, Leute, und zwar gehe ich davon aus, dass wir circa in einem Monat ungefähr das neue Ocean Egg bekommen werden. Das ist jetzt aber keine bestätigte Fakte, Leute. Das ist nichts Bestätigtes. Aber ich gehe circa davon aus, dass wir circa einen Monat brauchen, damit das Ocean Egg reinkommt. Es ist, wie gesagt, nichts bestätigt, aber es ist meine Theorie quasi. Aber Leute, es ist ein 100% bestätigter Fakt, dass wir das Ocean Egg reinbekommen. Ich zeige euch auch gleich nochmal, warum, Leute. Aber in diesem Video geht es nicht nur ums Ocean Egg, sondern auch noch um das neue Haus. Weil, Leute, Adopt Me hat in einem Video von ihnen gesagt, ja, wir werden bald ein riesiges, ein huge Update rausbringen, Leute. Damit meinen sie das Ocean Egg. Und die meinten, davor werden wir noch ein paar kleinere Updates rausbringen, wie zum Beispiel jetzt ein neues Haus. Und ja, Leute, was kann man noch machen? Also jetzt haben wir letztes Jahr ein kleines Update bekommen, und zwar hier neue Toys. Was könnte man jetzt noch machen? Man könnte vielleicht jetzt hier, dort hinten, Leute, vielleicht eine neue Aufgabe reinbringen. Oder was könnte man noch? Leute, was gibt es jetzt noch für kleine Updates? Leute, schreibt mal bitte, falls ihr irgendwelche Update-Ideen habt, schreibt die bitte mal in die Kommentare. Und vielleicht mache ich mal dann über eure Kommentare ein Video, Leute. Schreibt mir mal die coolsten Update-Ideen, die ihr so habt. Fragt eure Freunde oder sowas. Schickt das Video hier an deine Freunde. Schreibt in die Kommentare die coolsten Update-Ideen, die man so Adopt Me, die man in Adopt Me reinhauen könnte. Und ja, schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, Leute, also Adopt Me ist ja momentan sehr aktiv und das liegt an zwei Gründen, meiner Meinung nach. Und die kann ich auch jetzt erklären, Leute. Und zwar kennt ihr sicherlich alle Brookhaven, Leute. Und ja, Brookhaven ist ja momentan ziemlich am Dominieren. Adopt Me findet immer mehr an Spielern und Brookhaven gewinnt immer mehr an Spielern ohne irgendwie, also Adopt Me ist ein riesiges Mann-Team. Brookhaven wird alleine gemacht und dafür, dass Brookhaven alleine gemacht hat, ist Brookhaven auch mega gut. Obwohl ich Adopt Me nochmal cooler finde natürlich, aber Leute, ihr dürft nicht vergessen, bei Adopt Me sind viele Mitarbeiter. Und ja, Leute, diese Mitarbeiter müssen natürlich auch beschäftigt werden, weil Leute, die Mitarbeiter werden jährlich bezahlt. Und das heißt, die müssen eigentlich permanent jeden Tag arbeiten. Und was macht man, wenn man jeden Tag arbeitet? Genau, man arbeitet an Updates. Das heißt, sehr wahrscheinlich hat Adopt Me schon die nächsten Updates alle schon fertig. Also, was meine Theorie anspricht, Leute. Sie sagen zwar immer, sie haben es noch nicht fertig, aber ich denke, sie haben die nächsten Updates schon lange fertig und warten einfach nur darauf, sie zu releasen, also sie rauszuhauen, Leute. Der zweite Grund ist, wenn sie keine Content bringen, wenn sie keinen Content bringen, keine neuen Sachen, die man machen kann als YouTuber, dann gehen die ganzen YouTuber von Adopt Me zu Brookhaven. Ja, Leute, ich habe ja auch schon ein paar Brookhaven-Videos gemacht. Natürlich will ich hier bei Adopt Me bleiben, aber wenn ich dann irgendwann keine Aufnahmeideen mehr habe, Leute, was soll ich denn dann aufnehmen? Genau, nix. Das heißt, sie müssen updaten, Leute, damit ich wieder Videos mache, damit die Spieler nicht verlieren, Leute, weil YouTuber sind ein richtiger, wichtiger Punkt, damit Adopt Me Spieler bekommen, Leute. Und da, ich bin ja nicht der einzige YouTuber, es gibt ja noch Ellen, weitere mehr. Und ja, Leute, jetzt gucken wir mal, jetzt kommen wir mal zu meinem Haus, Leute. Jetzt gucken wir uns mal das neue Haus an. Und dafür gehen wir auf Twitter. Ich habe übrigens auch Twitter und ich habe auch Instagram und auch TikTok. Link dazu in der Videobeschreibung, genauso wie zu meinem Real-Life-Merch, zu meiner Roblox-Gruppe und auch zu meinem Discord-Server. Join doch gerne drauf. Und jetzt, Leute, gehen wir ab auf Twitter. Zuerst wollte ich noch ganz kurz über das Ocean Egg sprechen. Und zwar hat letztens Adopt Me dieses Bild hier gepostet. Es ist einfach nur ein Bild mit einer Welle. Aber Leute, ich gebe euch jetzt mal kurz 10 Sekunden Zeit, euch dieses Bild hier anzugucken, ja? Viele von euch wissen es vielleicht schon. Ich gebe euch mal kurz 10 Sekunden Zeit und ich kann euch eine Sache sagen. Hier an diesem Bild ist eine Sache ziemlich verdächtig. Ich gebe euch noch einen weiteren Tipp. Guckt ins Wasser. 5, 4, 3, 2,
1. Seht ihr da auch eine Haiflosse, Leute? Seht ihr da auch einen Hai? Also ich sehe definitiv einen Hai, Leute. Das heißt, das ist nochmal ein 100%iger Beweis, dass das Ocean Egg schon bald kommen wird, Leute. Und dass wir auch zu 100% einen Ocean Egg bekommen werden, Leute. Das ist einfach eine Haiflosse, Leute. Das heißt, die Pets sind sehr wahrscheinlich schon fertig. Und das ist mega, mega cool, Leute. Aber in diesem Video geht es ja nicht nur ums Ocean Egg, sondern hat Adopt mich auch noch geschrieben, a lot of cool things coming soon. Das heißt, viele coole Sachen kommen bald. Und Leute, sie haben lot, also viele, mit vielen O's geschrieben. Das heißt, viele Sachen kommen bald, Leute. Und ich freue mich drauf. Und danach, kurz danach, haben die direkt das hier gepostet, Leute. Ein neues Haus. Wir bekommen ein neues Haus in Adopt Me, Leute. Und jetzt ist die Frage, wird das Geld kosten? Wird es Bugs kosten? Wird es Robux kosten? Wird es sonst was kosten, Leute? Ich denke mal, es wird Bugs kosten, Leute. Robux wäre... ein bisschen, weiß ich nicht, Leute. Aber mal schauen, Leute, wir lassen uns einfach überraschen. Aber ja, Leute, hier sehen wir das Haus und ja, es sieht eigentlich ganz cool aus, Leute. Wir haben hier wieder oben einen kleinen Balkon. Hier haben wir eine Tür, hier haben wir eine Tür. Und da bin ich echt mal gespannt, Leute, wie das Haus von innen aussieht, weil das haben wir noch nicht von innen gesehen, Leute. Wir sehen nur das hier. Das ist alles, was wir sehen. Das war ja beim Luna-Haus nicht anders, Leute. Da haben wir auch nur das Luna-Haus gesehen und danach konnten wir halt dann irgendwann reingehen, Leute, und uns es kaufen. Hier haben wir jetzt dieses Haus, Leute. Und für mich sieht das aus wie so ein Haus, was so aus Kästen, Leute, so aus Kästen zusammengesetzt ist. Kennt ihr das, Leute? So Häuser, die so, das ist jetzt eine bestimmte Farbe, aber Leute, diese Baukästen da, ich kann euch ja gerade ein Bild einblenden, Leute, wie sowas in Real Life aussieht. Meiner Meinung nach ist das so ein Ausfall, Leute. Hier sehen wir ganz deutlich einen Kasten, der geht so nach hinten. Hier sehen wir so einen schrägen Kasten, Leute. Und hier sehen wir einen hochkanten Kasten. Also für mich sieht das auf jeden Fall so aus wie so ein Kastenhaus. Wisst ihr, was ich meine? Und hier, Leute, hier kann man tatsächlich noch mit einer Leiter nach oben gehen. Dann hat man hier oben sehr wahrscheinlich nochmal eine coole Fläche. Auf jeden Fall sieht das Haus nicht so schlecht aus, bin ich euch ehrlich, Leute. Sieht ganz cool aus. Ich meine, für so ein spontanes Update, ein neues Haus nimmt man doch auf jeden Fall mit. Da sagt doch, glaube ich, niemand nein, oder? Ich werde ja wahrscheinlich dann ein Video drüber machen, falls es dann raus ist. Ich werde es mir angucken, kaufen, bewerten und eventuell auch noch ein bisschen einrichten, Leute. Aber ja, an sich sieht es ganz cool aus, Leute. Wir haben hier auf jeden Fall einige Fenster. Hier, wie gesagt, zwei Türen, eine Leiter, womit wir nochmal nach oben kommen, Leute. Das heißt, wir haben zwei Balkons. Und ja, wie gesagt, für mich ist das so ein Kastenhaus, Leute. So ein neuartiges Kastenhaus. Natürlich, die Farbe sieht ganz cool aus, Leute. Man erkennt jetzt nicht so krass, dass es Kasten sind, aber im Endeffekt erkennt man doch, dass es Kasten sind. Es könnte entweder Kästen sein, Leute, oder Holz. Es sieht so aus wie geschwärztes Holz, Leute. Es könnte es auch sein. Naja, werden wir denn ja sehen, wenn es im Spiel drin ist. Aber so wichtig ist es ja auch gar nicht, Leute. Und wie cool ist denn hier bitte? Ist das ein Briefkasten oder was ist das da, Leute? Weil hier ist ja ein Briefkasten. Ist das hier vielleicht auch noch ein Briefkasten, Leute? Das wäre ja mal mega witzig. Aber ja, Leute, wir haben das neue Haus gesehen. Und bald wird das sehr wahrscheinlich ins Spiel reinkommen, Leute. Ich halte euch aktuell, wenn es reinkommt, sehr wahrscheinlich über ein Video oder über die Community-Funktion. Das heißt auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um das nicht zu verpassen. Auch gerne wieder einen Daumen nach oben geben, Leute, falls euch die Information bis jetzt gefallen hat. Ja, wie gesagt, Leute, es kommen jetzt ein paar Updates, bevor das Ocean Egg kommt. Und Leute, das Ocean Egg kommt auch schon bald. Ich freue mich schon, Leute. Ich freue mich schon. Ich muss auf jeden Fall Geld sparen, Leute. Kauft euch auf jeden Fall Fossil Eggs, falls ihr noch welche haben wollt. Und versucht jetzt noch die T-Rexe und Dodos zu bekommen, falls ihr da auch noch drauf besteht, Leute. Weil das Fossil Egg wird es bald nicht mehr geben. Das Ocean Egg ist schon auf dem vollen Weg, hier produziert zu werden und bald in Adopt Me reinzukommen. Aber wie gesagt, davor bekommen wir noch ein paar kleine Updates. Unter anderem ein Haus, Leute. Was könnte man noch bekommen? Wie gesagt, schreibt mal eure Ideen in die Kommentare, Leute. Mir fällt gerade an sich nichts ein. Ja, gut, vielleicht nochmal so ein cooles neues Pet irgendwie über ein Event oder sowas. Neue Pets sind ja immer cool, Leute. Wobei im Ocean Egg dann ja auch wieder neue Pets drin sein werden. Sonst, neue Geschenke haben wir vor kurzem erst bekommen. Neue Head-Accessoire haben wir vor kurzem erst bekommen. Ja, wie gesagt, vielleicht noch eine neue Aufgabe. Vielleicht bekommen wir auch irgendwann Jobs in Adopt Me, Leute. Stell dich mal Adopt Me mit Jobs vor. Das wäre auch mega, mega witzig. Und naja, vielleicht neue Autos, irgendwie neue Spielzeuge. Wobei, das haben wir hier alles hier schon. Aber ich meine, in diesen Shops da hinten halt. Vielleicht irgendwie neues Essen. Wobei, damit hatten wir letztes hier im Farmshop-Update erst bekommen. Vielleicht eine neue Potion oder sowas, Leute. Wie wär's denn mit einer, naja, gut, eine Waterwalk-Potion haben wir ja eigentlich schon. Ich habe keinen Plan, Leute. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie gesagt, was du denkst. Oh, like das Video, falls dir gefallen hat. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Ja, das war's dann mit diesem kurzen Update-Informationsvideo, Leute. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Benutzt doch gerne das Starcode Jojo, falls du den Robux oder Roblox Premium kaufst. Schaut doch gerne in den Videobeschreibung vorbei. Dort findest du coole Links. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao. Leute.